Heute bereiten wir beide ein traditionelles frittiertes Brot zu. Es heißt Scottish Bread. Übersetzt bedeutet das gekochtes Brot. Aber ich schwöre, es wird frittiert. Wir nennen es nur aus Nostalgie so, weil man hier früher einfach alles gekocht hat. Es ist süß, knusprig und weich zugleich. Und wenn man genug Proteine draufpackt, so wie unsere geräucherte Forelle, ist es einfach zum Reinsetzen. Man muss das zusammen mit Freunden oder mit der Familie machen, nicht allein. Das hier ist eine geräucherte Forelle von Ollies Familie aus dem Norden. Diese Forelle wurde auf einem über 100 Jahre alten Bauernhof geräuchert. Und zwar mit Torf. Sehr viel isländischer geht es nicht. Zuerst werden alle trockenen Zutaten vermischt. Das Backpulver mit dem Mehl. Dann geben wir den Zucker dazu und rühren um. Dann etwas Milch und schließlich die wichtigste Zutat, der feine Skyr. Das ist so ähnlich wie Hüttenkäse. Ja, genau. Und zum Schluss kommt noch echter Kümmel dazu. Der Klops muss jetzt 15 bis 20 Minuten gehen. Jetzt teilen wir ihn auf. Genau so dick soll er sein. Perfekt. Müssen alle Männer in Island Bart tragen? Ja, klar. Das steht im Gesetz. Man muss dem Klischee entsprechen. Wir frittieren jetzt ein paar Portionen. Und in der Zeit kann Chefkoch Olli die Sauerrahmsoße anrühren. Viel Schnittlauch und viel Zitrone. Wenn wir unser leckeres Brot frittiert haben, schneiden wir den Fisch auf. Olli ist ein talentierter Sushi-Meister. Er kann mit diesem Messer umgehen. Das ist in unserem Fall sehr praktisch. Das wird unser Brotbelag. Nach dir, Olli. Die Butter darf auf gar keinen Fall fehlen. Ich bin absoluter Fischfanatiker. Ich nehme gleich drei. Drei müssen schon sein. Und Himbeergelee. Traditionell gibt es das zum Tee. Wenn man den ganzen Tag draußen war, braucht man etwas mit einem hohen Fettgehalt, das Energie gibt. Es ist einfach nur Brot und Fisch. Aber es schmeckt so lecker.